Was machen wir denn mit dem Personenkreis, der trotz Aufschwungs immer wieder auf der Strecke bleibt? Menschen, die in unserem Land arbeiten wollen, die aber teilweise 5, 10, 14, 15 Jahre lang arbeitslos sind und es trotzdem immer wieder probieren, in den Arbeitsmarkt hereinzukommen und keine Chance haben. Was machen wir mit dem Personenkreis? Ich bin Arbeitstier, sagt man so. Das hat man schon damals bei meinem Opa. Von Kind auf an bin ich mit dem Fährewagen durch die Stadt gefahren, haben Kohlen bei den Leuten gebracht und alles. Oder bei den Leuten gebuddet. Das ging ja schon mit 7, 8 los. Da haben wir Kohlen geschleppt, da haben wir Kartoffeln geerntet, da mussten wir auf den Acker, da mussten wir flügen. Und ich kriege das aus mich nicht raus. Und das geht nicht. Ich kann nicht ruhig sitzen. Der Arbeitslose soll aus der Arbeitslosigkeit raus, er soll am Monatsende sein Geld bekommen, sein Geld dafür, dass er gearbeitet hat. Und da steht dann auch Gehalt oder Lohn für den Monat März, April, Mai, Juni. Und das hebt natürlich das Selbstwertgefühl der Arbeitslosen ungemein. Und viele gehen aus der Bürgerarbeit auch wieder in den ersten Arbeitsmarkt. Die ganzen Steine, die wir rausgemacht haben und aussortiert haben, die Großen, die haben sie umgedürft in den anderen Schutthaufen, haben sie das Handy gibt. Ja, Form macht sich. Reißt auf, baut nieder, schafft Arbeitsplätze wieder. So sieht das nämlich aus. Das sind extra nur 5 Mann. Mit Schubkarre und Jabe. Radlader oder Hänger gibt's nicht, weil die Steine leuchten nämlich in den Abend. Die können ihr kaputt gehen. Das wollte ich jetzt nur so gesagt haben. Das haben Sie alles gemacht? Ja. Klasse. Super. Ich darf mir vorstellen, Rainer Bomber. Ich habe das Ding verbrochen, diese Bürgerarbeit. Ja, sehr schön. Hallo. Ja. Dankeschön. Wisst ihr was, ich kriege richtig Sehnsucht, hier mitzumachen. Das ist nämlich eine richtig schöne Arbeit. Wenn man sieht, dass was vorangeht.